Euer Costa hier und ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ihr habt es im Titel schon entnommen, im heutigen Video geht es um Übergangsjacken. Letzte Woche war noch Hochsommer, jetzt hat sich das Wetter auf einmal geändert. Es ist wieder um die 20 Grad und meiner Meinung nach das Wetter, um wieder die Übergangsjacken auszupacken. Das Gute bei Übergangsjacken ist, ob es jetzt Herbst ist oder Frühling, man kann diese Jacken zu jeder Jahreszeit tragen. Und das Beste bei diesen Jacken, die ich für euch rausgesucht habe, ist, es handelt sich um Evergreens. Evergreens sind Jacken, die einfach niemals aus der Mode kommen, also die man Saison für Saison einfach immer auspacken kann, die man sich in den Kleiderschrank hängt. Und ich finde einfach, gerade bei Jacken lohnt es sich, einfach ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil man davon ja wirklich lange was haben will. Und da finde ich einfach, sollte man nicht irgendwelchen Trends hinterherlaufen, sondern in Sachen investieren, die einfach langlebig sind. Und darum geht es auch in diesem Video. Fangen wir an mit einer Jacke, die meiner Meinung nach zu den essentiellsten gehört und die man wirklich immer tragen kann. Und zwar ist das die Truckerjacke. Vielen ist Truckerjacke jetzt kein Begriff, aber eine Denimjacke beispielsweise, eine normale Jeansjacke, ist auch eine Art Truckerjacke. Aber es gibt aus vielen anderen Materialien auch ähnliche Jacken, die halt diesen Trucker-Stil haben. Bei der Denimjacke würde ich tatsächlich dazu empfehlen, die Levi's-Jacke zu kaufen. Die gibt es aktuell bei Amazon für 65 Euro, was echt ein sehr guter Kurs ist. Und ich kann euch sagen, ich habe, glaube ich, 5 verschiedene Colorways von diesen Jacken und ich trage sie einfach schon seit Jahren. Einfach eine übertrieben zuverlässige Jacke. Die Qualität ist super gut, Passform ist super, ich trage in der Jacke immer Größe M und wie gesagt, die Jacke habe ich schon seit Jahren und die kommt einfach jeden Herbst, jeden Frühling immer wieder aufs Neue raus und deswegen ist das wirklich eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt. Wem dieser etwas engere Fit nicht so ganz gefällt, für den gibt es beispielsweise alternativ bei Levi's, gibt es die Vintage Trucker. Und die hat einen leichten Oversize-Fit und eine sehr schöne Waschung, wie ich finde, wenn man sich die anschaut. Auch diese Jacke besitze ich und auch bei der kann ich sagen, einfach so für diesen leichten Oversize-Look, für die Leute, die eventuell sagen, ey, ich mag das ein bisschen Richtung Streetwear, für die ist die Jacke absolut cool. Und zudem gibt es halt noch viele andere Materialien, diese Trucker-Jackets gibt es aus Cord, welche auch sehr cool sind oder. Da habe ich auf jeden Fall für euch eine Menge rausgesucht. Wie gesagt, alles, was ich euch hier in dem Video zeige, findet ihr unten in der Infobox und darüber hinaus habe ich noch andere Sachen in die Infobox gepackt, deswegen einfach unten abchecken und ich denke, da wird für jeden von euch irgendwas dabei sein. Machen wir weiter mit der zweiten Jackenart und das ist das Überhemd bzw. die Hemdjacke. Auch das ist ein Teil, was ich persönlich sehr gerne trage. Hier gibt es viele verschiedene Variationen, viele verschiedene Möglichkeiten. Ich blende euch hier mal eben was ein. Das ist so eine Standard-Hemdjacke. Kennt ihr sicherlich alle. Und auch hier seid ihr natürlich völlig offen. Da müsst ihr am besten gucken, was so eurem Stil entspricht, welche Farben euch gefallen. Denn hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ich finde so ein Standard-Ding in Schwarz ist eigentlich ein absolutes Evergreen, also das geht immer klar. Was ich auch sehr cool finde, ist dieses Khaki Oliv. Davon habe ich, glaube ich, auch 3-4 Stück in meinem Kleiderschrank und die kann man wirklich immer tragen. Beige ist natürlich auch eine sehr schöne Farbe, die immer klar geht. Also da müsst ihr wirklich gucken, was eher so eurem Geschmack, was eurem Stil entspricht und demnach könnt ihr euch da einrichten. Aber ich finde einfach so ein Teil, ob man jetzt Streetwear trägt, ob man es eher casual mag, das geht einfach in alle Richtungen. Klar, das kann man super cool stylen, ob mit einer Chino, mit einer Jeanshose. Also unzählige Wege, um dieses Ding zu stylen. Deswegen eine Hemdjacke bzw. ein Überhemd solltet ihr euch auf jeden Fall auch zulegen. Die nächste Jackenart ist eine, die ich übertrieben feiere, die auch ja momentan sehr im Trend ist. Die kommt eigentlich immer wieder in den Trend und zwar handelt es sich um die College-Jacke. Wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass ich mir vor circa 2 Monaten die Saint Laurent Teddy-Jacke geholt habe. Ist meiner Meinung nach so die Über-College-Jacke, die man haben kann, aber ich muss dazu sagen, 1600 Euro ist natürlich auch ein unnormal hoher Preis, ob das gerechtfertigt ist. Naja, die Qualität ist gut, aber 1600 Euro für eine Jacke ist meiner Meinung nach nie gerechtfertigt. Aber es ist, wie es ist. Ihr wisst leider, wie es läuft. Und das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach die schönste College-Jacke. Aber man findet auch günstigere Alternativen. Ich habe mich mal umgeschaut. Ich muss leider ehrlicherweise sagen, man findet nicht ganz so viele coole College-Jacken, weil viele sehen echt sehr billig aus, also nicht hochwertig. Solche Jacken habe ich euch auch gar nicht erst reingepackt, weil ich habe keinen Bock, dass irgendeiner von euch irgendwas bestellt und dann sagt, jo, hat mir Costa empfohlen, voll der Schrott. Deswegen habe ich wirklich geguckt, dass ich Sachen raussuche, wo die Qualität gut ist. Und da habe ich einmal hier von Distorted People, ist außerdem eine deutsche Marke.
eine Collegejacke gefunden, welche, ich sag mal, ja, der Saint Laurent sehr nahe kommt. Es gibt ja übertrieben viele Jacken, die so Rip-Off sind von der Saint Laurent. Aber die Jacke, muss ich sagen, vom Grundprinzip sieht die sehr, sehr cool aus. Die sieht auch von den Details extrem hochwertig aus, muss ich sagen. Ich finde das D so als Patch finde ich ganz geil. Das Logo, muss ich sagen, ist nicht so meins, aber auch wenn man sich so die Reißverschlüsse etc. anschaut, wirkt das wirklich wie eine sehr hochwertige Jacke und die kostet um die 180 Euro, was ich finde, was für die Jacke auf jeden Fall ein sehr fairer Preis ist. Dann habe ich mir, gerade als ich für dieses Video recherchiert habe, bei All Saints eine Jacke angeguckt und diesen Colorway habe ich eigentlich letztes Jahr wie verrückt gesucht, aber nicht gefunden. Und jetzt habe ich den zufällig gefunden, ist im Sale die Jacke und ich habe jetzt dafür 120 Pfund bezahlt, glaube ich, weiß es gar nicht. Und es ist eigentlich eine Frauenjacke. Das Model ist jetzt 1,73 oder so und trägt Größe M und ich dachte mir, okay, dann packst du dir einfach eine L, das wird schon gehen. L ist auch die größte Größe. Und ich habe sie jetzt einfach mal bestellt, ich werde sie euch auf jeden Fall in einem Pickups-Video mal vorstellen. Aber so auf den ersten Blick sieht die Jacke wirklich sehr geil aus und ich muss sagen, dieser Colorway ist meiner Meinung nach brutal. Deswegen, ich habe es einfach mal probiert. Ich packe euch die Jacke auch rein. Frauenabteilung. Ihr werdet sehen, im Laufe des Videos werden noch ein, zwei Teile aus der Frauenabteilung kommen. Deswegen probiert es einfach mal aus. Ich habe auch letztes Jahr so das ein oder andere Mal so Hemdjacken aus der Frauenabteilung bzw. von meiner Frau einfach mal gepackt. Und ich muss sagen, die Teile sind echt cool, weil die immer einen sehr großen Fit haben, also einen übertriebenen Oversize-Fit. Und deswegen gehen die auch für Männer auf jeden Fall klar. Und bei der Jacke, ich bin echt gespannt, wie die dann am Ende aussieht. So, kommen wir zur nächsten Art Jacke. Und auch das ist eine, die ich übertrieben liebe und die ich finde, wenn man Streetwear trägt oder Casual trägt, auf jeden Fall essentiell ist. Und zwar geht es um das Flanellhemd. Flanellhemden gibt es in vielen verschiedenen Dicken. Ich muss dazu sagen, ich finde diese relativ dünnen, also aus dünnem Stoff, diese Flannels, finde ich nicht cool, ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich trage sie einfach nicht gerne. Bei mir muss ein Flannel schon ein bisschen dicker sein, damit ich es mag, damit ich es trage, weil ich finde, dann sind die einfach so ein bisschen steifer, sitzen einfach besser. Diese dünnen, flatterigen Flanellhemden, ja, für die wärmeren Monate kann man das machen, aber das ist einfach nicht so mein Style. Deswegen, ich habe hier für euch so einen Standard-Flannel rausgesucht. Das gibt es bei Amazon und ist von der Marke Dickies. Das habe ich zu Hause und ich muss sagen, das ist von der Dicke eigentlich perfekt für den Übergang, weil es nicht zu dick ist und auch nicht zu dünn ist. Und es gibt hier viele verschiedene Colorways für einen relativ attraktiven Preis, muss ich sagen. Und das könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Natürlich gibt es auch immer mal bei H&M coole Flannels. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen, werde ich euch auf jeden Fall auch verlinken. Und was ich noch rausgesucht habe, weil das habe ich ja gerade schon erwähnt, dass ich da auf den Geschmack gekommen bin. Und zwar gibt es beispielsweise bei Hollister, gibt es ein sehr, sehr cooles Flanellhemd, was allerdings aus der Frauenabteilung ist. Und ich finde einfach den Colorway übertrieben cool. Ihr wisst, ich feiere diese ganzen Creme-Beige-Töne etc. Und dieses Flannel sieht echt sehr nice aus. Das Model ist jetzt hier 1,73. Ich habe mal nachgeguckt. Und es trägt Größe S. Also M und L für Männer, denke ich mal, sollte safe klar gehen. Das Einzige, was vielleicht nicht so geil ist, sind die Knöpfe, die so ein bisschen auffällig sind. Aber ansonsten finde ich, der Colorway ist einfach sehr fresh. Und ja, 50 Euro, finde ich, kann man auf jeden Fall ausprobieren. Wie gesagt, ich werde mir vielleicht auch mal das Flannel bestellen in der Größe L. Und ich denke, größentechnisch sollte das auf jeden Fall kein Problem sein, weil es ja auch etwas lockerer geschnitten ist. Dann habe ich noch ein anderes Flannel und das habe ich bei Hollister gefunden, auch in der Frauenabteilung. Und es entspricht leider auch komplett meinem Geschmack, weil es auch wieder diesen schönen Beige-Ton hat. Und noch ein paar farbliche Akzente, also das finde ich ganz geil. Das sieht so ein bisschen aus wie diese Mohair-Flannels, kennt ihr sicherlich auch. Was das Model hier für eine Größe trägt, weiß ich leider nicht. Das sieht man hier leider nicht. Aber ich denke, als Mann, wenn man sich eine L oder eine XL zieht, sollte das auf jeden Fall klar gehen und man sollte so einen gewissen Oversize-Look haben. Und auch hier muss ich sagen, finde ich das Flannel sehr geil. Vor allen Dingen, weil das jetzt hier relativ gerade geschnitten ist und die Ärmel nicht so sehr kurz aussehen. Bei vielen Frauenteilen hat man oft das Problem, dass die Ärmel sehr kurz geschnitten sind. Aber bei dem sieht das eigentlich ganz okay aus. Von daher auch hier eine Empfehlung. 90 Euro kostet jetzt etwas mehr, aber das Flannel scheint auch etwas dicker zu sein. Deswegen checkt das auf jeden Fall auch mal gerne ab. Und wie gesagt, H&M kann man auch immer alternativ gucken. Die haben eigentlich auch immer Basic Flannels, sage ich jetzt mal, mit denen man nicht viel verkehrt macht. Für die Kollegen unter euch, die es etwas schicker mögen oder casual mögen, für die, finde ich, ist auf jeden Fall ein Trenchcoat
absolut essentiell. Also ein Trenchcoat sollte man sich safe zulegen, weil ich finde einfach, es ist eine relativ dünne Jacke und sie schützt vor allen Dingen auch vor Regen, was natürlich in dieser Jahreszeit sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Und auch wenn man jetzt im Beruf irgendwie Anzugträger ist oder sonst was, finde ich, ist ein Trenchcoat einfach eine coole Jacke, die man einfach immer überschmeißen kann. Und auch hier meine Empfehlung, holt euch lieber etwas mit anständiger Qualität, weil ein Trenchcoat, boah, den gibt es einfach seit zig Jahren und der wird einfach immer getragen. Deswegen auch hier lohnt sich eine Investition. Ich habe jetzt mal einen sehr schönen hier von Strelzen beispielsweise rausgesucht, den es in zwei verschiedenen Colorways gibt. Einmal in dem Beige, einmal in so einem dunkleren Braunton. Hier würde ich natürlich gucken, je nachdem, welche Körpergröße ihr habt. Es gibt viele Trenchcoats, die sind direkt schon kürzer geschnitten. Also für kleinere Menschen auf jeden Fall ein, der kürzer geschnitten ist. Wenn ihr größer seid, ab 1,85 so mehr oder weniger, kann man sich auch die Trenchcoats holen, die etwas länger sind. Und auch hier guckt man, ob man sich so einen einfachen Trenchcoat holt oder einen mit Gürtel hinten. Also da müsst ihr gucken, was eher eurem Stil entspricht. Aber ich finde persönlich diese einfachen Trenchcoats sehr geil, weil die mit Gürtel finde ich irgendwie mal ein bisschen too much, muss ich sagen. Also diese einfachen Dinger passen einfach in mehr Stilrichtungen. Die kann man auch sehr gut casual kombinieren. Ich finde bei den Teilen mit Gürteln, die wirken irgendwie mal so ein bisschen schick. Deswegen feiere ich eigentlich die ohne Gürtel mehr. Checkt unten die Infobox ab. Ich denke, da werden für jeden Geschmack Sachen dabei sein. Auch viele Sachen, die ich jetzt hier im Video nicht gezeigt habe. Guckt wirklich alle Links unten durch, weil ich habe mir viel Mühe gegeben, sehr coole Sachen rausgesucht, um irgendwie jeden von euch eventuell zufriedenzustellen. Falls euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert. Ihr wisst, ich bemühe mich immer auf diesem Kanal, euch bestmöglich einzukleiden, euch coole Tipps zu geben und einfach nicht so ein Larifari-Programm hier zu liefern, sondern wirklich hilfreiche Tipps für Leute, die sich mit Mode beschäftigen oder auch für Leute, die eventuell noch gar keinen Plan von Mode haben und einfach so ein bisschen in das Game einsteigen wollen. Also ihr wisst, ich bin immer stets bemüht. Wie gesagt, wir haben bald die 20.000 Abonnenten geknackt. Würde mich sehr freuen. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.